Oh ja. Wie gesagt, irgendwo ist dann Stefan damals mal, zwar mit ein bisschen Lebensverlust, aber es geht, irgendwie genau hier gelandet oder so, und dann überlebt er den Sturz. Ich glaube, das ist ein bisschen schadennehmend, aber das geht eigentlich dann. So, den Kristall hier möchte ich jetzt aber nehmen. Ich glaube, das hier ist auch das letzte Level, wo ich genau weiß, welche Kristalle ich ungefähr einsammeln möchte und welche nicht. Also Ägypten weiß ich schon mal gar nicht mehr. Ich habe nur immer nur bis Griechenland gespielt. Lara. Merkt euch übrigens den Pfad, den müssen wir nochmal laufen. Hier übrigens gibt es kein Secret. So viel kann ich schon mal versprechen. Da gibt es auch noch nicht mal ein Item. Schweinerei. Gibt aber einen Grund, warum ich so springen möchte. Einfach nur, um halt ein bisschen Sicherheit zu haben. So. Und ja, ich weiß, hier gibt es schon ein... Affen. Ja, ich glaube, irgendwo da unten gibt es jetzt auch noch einen. Nee, da ist er ja. Da ist ein Oliver Kahn. Der weiß auch nicht, was er will. Aber das Kolosseum ist noch lange nicht beendet. Leider. Ich will aber noch das Medipack hier haben. Kleines bisschen versteckt. So, jetzt geht's nämlich auf und davon nach der Suche vom ersten Schlüssel. Man kann tatsächlich hier so rüberspringen. Das ist eigentlich schon ganz nett. Ich glaube, jetzt kommt auch sogar wieder unser Tierschützerfreund. Meine ich zumindest. Nicht? Bläh. So, jetzt kommen erstmal Fledermäuslein. Okay. Oh, diese Mofas, ne? Die sind so scheiße laut. So, wo ist unser Tierschützerfreund? Der kommt doch jetzt ja gleich. Oder nicht? Der stinkt schon so nach Tier. Wobei, er ist ein Umweltverschmutzer und gleichzeitig ein Tierschützer. Macht Sinn.
Ich habe jetzt auch eben gerade gedacht, verdammt, jetzt falle ich doch in meinen Tod oder wie. Aber nein, es ist tatsächlich überlebbar. Genauso überlebbar wäre es übrigens auch, wenn man, glaube ich, sich so dranhängelt. Bin ich mir jetzt aber unsicher. So, diesen Schalter, den möchte ich aktivieren. Und wie auch immer jetzt dieser komische Löwe hier hochgekommen ist. Und hier ist unser Tierschützerfreund. Der Frere Jacke, alte Kacke. Ich benutze ein Medipack. Frere Jacke, alte Kacke. Das dürften eigentlich auch noch die meisten Leute irgendwie kennen, weil irgendwie war das voll das Thema gewesen in der Grundschulzeit. Okay. Also hier ist das Secret eindeutig. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie kann man es nochmal aktivieren. Ungefähr so. Und so kommt man rein. Sehr nice. Großes Medipack, die Uzi-Munition, die Magnums. Ja, die gibt es hier. Und noch ein großes Medipack. Also dieses Secret hier lohnt sich extrem. Auch wenn es wirklich sehr schwer zu erreichen ist, aber es lohnt sich. Es ist auf jeden Fall ein verdammt gutes Secret. Wie gesagt, ich wusste, dass es hier ist. Ich wusste auch ungefähr noch, wie man es aktiviert, mehr oder minder. Aber ich wusste nicht mehr genau, wie weit das jetzt noch entfernt ist. Also von daher, naja. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Secret, muss ich sagen. Also mir gefällt es, wie es versteckt ist. Und, es lohnt sich das so, und es lohnt sich einfach nur. Weil die Anzahl der Secrets hier, das ist enorm, was da eigentlich drin ist. Im Vergleich zu den anderen Secrets. Übrigens, ich gebe jetzt einfach mal scherzhafterweise einen Gruß an meinen, ja, ich sage jetzt mal besten Kumpel Stefan.
Du Spinner hast eben gerade, ich weiß nicht, Cookie, irgendwas, Clicker Master oder so ein Schwachsinn angefangen. Eben gerade One Piece Pirate Warriors. Und ich glaube, den muss ich reindrücken. Ja, den muss ich reindrücken. Und jetzt später Tomb Raider 4 The Last Revelation. Ja. Je nachdem, wie gut ich auch durchkomme hier durch Tomb Raider 1, werde ich auch City Raider spielen. Für diejenigen, die es nicht wissen, City Raider gleich Tomb Raider 2. Ich meine, ich müsste den hier nämlich so verschieben. Komme ich hier nämlich an einen Schlüssel ran. Lustigerweise, dieser Schlüssel ist, glaube ich, sogar der Schlüssel, der zum Ende führt. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. An dem Tor führt das nämlich nicht weiter. Da führt das, glaube ich, nur an... Ich meine nämlich... ein paar Gegenstände. Ich meine, ich kann mir das gleich mal anschauen, so ist es nicht. Ich muss da jetzt sowieso hin, also... Dementsprechend... Da haben die hier noch einen Gorilla hingestellt. Meines Wissens nach ist es übrigens so, wenn man das Secret, was ich jetzt vorhin eingesammelt hatte, nämlich eingesammelt hat, kriegt man später einfach nur Munition. Und wenn man es nicht eingesammelt hat, dann kriegt man nämlich später die Magnums. Also... Um genau zu sein, ich meine sogar entweder im nächsten Level, Ende nächstes Level oder im letzten. Nee, wartet mal eben. Griechenland ist schon halb durch. Ich glaube, Griechenland hatte nur 3 Level. Hatte mehr, wesentlich mehr, 5 Level oder so. Da kommen nämlich noch der Tempel von Midas. Dann kommt noch die Zisternen. Und dann kommt das Grabmal in... Das Grab von Teokan, so war das gewesen. Oder das Grabmal von Teokan, irgendwie sowas in der Richtung. Aber mal schauen. Das Problem ist allerdings auch so ein bisschen... Ja, nee, ich gehe erstmal hier hin. Den Speicherkristall brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche auch den anderen nicht. Weil... Hier ist noch ein Speicherkristall. Also, die Speicherkristalle sind hier ein bisschen arg schlecht positioniert, meiner Meinung nach. Ich meine, wir haben noch ein kleines Medipack bekommen, so ist es nicht. Aber... für meine Verhältnisse... wenn ich mich entscheiden müsste für ein Speichersystem, ich hätte nichts Aufnehmbares
nicht mehr rekonstruierbares genommen. Ich hätte schlicht und ergreifend, da ist ja noch was. Ich glaube, hier muss ich noch rein. Da nämlich das Tor zu öffnen. Damit ich nämlich jetzt ins nächste Level kann. Nämlich den Palast von Midas. So, 3 von 3 Secrets. Nein, das ist hier nicht irgendwie verzogen. 13 Gegenstände, 22 Gegner, 25,55 Minuten. Überschreiben, ja. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Let's Play Part. Bleibt SFB, meldet sich ab.